Jo Leute, und willkommen zum dritten Tag aus New York. Wir sind ja jetzt schon 3 Tage hier, also mit der Anreise. Den habt ihr ja nicht gesehen, weil das einfach zu stressig war. Dafür werde ich die Rückreise aber filmen. Heute ist schon der 3. Tag hier für uns. Und wir haben uns heute entschieden, wieder nach Manhattan zu fahren natürlich, weil da geht halt die Party ab. Und da gehen wir dann in den Central Park heute, weil es einigermaßen gutes Wetter tatsächlich und Central Park ist ja draußen. Und auch kostenlos, wir waren gestern Abend nämlich gut essen. Das hat auch ziemlich viel gekostet. Da dachten wir, heute machen wir mal Sachen, die nicht so viel kosten und gehen dafür dann irgendwie morgen aufs Empire State Building oder so. Wissen wir jetzt noch nicht. Oder Freiheitsstatue vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal heute Central Park und Chinatown. Mal gucken, was man dann noch so, wenn man in Manhattan ist, machen kann. Aber auf jeden Fall ist erstmal das unser Main-Ziel. Und dann entscheiden wir, was wir sonst noch so machen können. Dann machen wir uns jetzt gleich erstmal auf den Weg hin und gehen halt wieder zur U-Bahn-Station. Mal gucken, ob man heute einen guten Blick auf die Skyline hat. Also ich weiß nicht, ob ich schon Fragen unter das Video geschrieben habe. Das weiß ich jetzt noch nicht zu der Zeit hier. Ich hoffe, dann kann ich mich entweder heute Nachmittag noch oder vielleicht morgen hinsetzen und Fragen beantworten. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Lasst schon mal positive Wertung da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir fahren jetzt erstmal gleich nach Manhattan, in den Central Park und danach nach Chinatown. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ja gleich. Bis gleich. Hey Leute und willkommen zurück aus dem Central Park. Ich sitze hier gerade oben auf einem Felsen und im Hintergrund sieht man einfach die Hochhäuser und den Park. Und das sieht einfach beides zusammen einfach so cool aus, wie der hier abgegrenzt ist von den Hochhäusern. Das ist einfach echt richtig krass und der ist ja auch so riesig. Wir gehen gleich einfach mal hier ein bisschen durch. Hier ist auf jeden Fall ein mega cooler Ort, einfach auf diesem Felsen zu sitzen und einfach den Leuten zuzuschauen, wie die da unten lang gehen. Und die Hochhäuser, es ist einfach mega beeindruckend. Mehr kann man eigentlich nicht davon sagen. Das sage ich ja jetzt schon öfter, dass New York einfach so eine beeindruckende Stadt ist. Aber das zeigt das auch mal wieder, dass hier einfach so ein Riesenpark inmitten der Stadt ist und einfach abgegrenzt von so mega hohen Häusern. Hier im Hintergrund ist auch noch das Rockefeller Center. Ich kann das jetzt nicht genau sehen. Ich glaube, das da ist das, weil die Kamera, also der Bildschirm ist gerade einfach, ist zu hell für den Bildschirm, weil ich sehe das nicht richtig. Heute ist echt schönes Wetter und es macht einfach mega Spaß, hier durchzugehen. Einfach auch mal was anderes von der Stadt zu sehen, als immer nur die Hochhäuser. Wir sind auf jeden Fall gerade ausgestiegen aus der U-Bahn-Station von der Fifth Avenue. Und man steigt da aus und sieht direkt die ganzen Häuser, die Hotels mit den, den USA-Flaggen und so. Und dann geht man einfach weiter und sieht einfach diesen Park und das ist einfach mega cool. Ich würde sagen, ich zeige euch gleich einfach noch ein bisschen mehr. Bis dahin, haut rein. Bis gleich. So, ich bin jetzt einfach ein ganz kleines bisschen weiter im Central Park gegangen. Und dann ist hier einfach direkt nebenan, einfach da, ist so ein kleiner Vergnügungspark. Keine Ahnung, halt mit so einem Kettenkarussell und so einem Mini-Riesenrad und so einer kleinen Achterbahn. Das ist einfach so cool, was einfach mitten in New York hier einfach ist. Was viele wahrscheinlich gar nicht sehen. Einfach mitten im Central Park hier so eine kleine Dings. Also im Reiseführer wird das auch hier als grüne, als Lunge oder grüne Oase bezeichnet. Und das ist echt einfach so, das ist mega cool. Ich freue mich echt mega hier zu sein und das macht mega Spaß hier einfach durchzugehen. Ich würde sagen, ich zeige euch gleich einfach noch ein paar Eindrücke mehr. Bis dahin, ciao! So, da bin ich wieder. Wir stehen jetzt hier wieder mitten im Central Park natürlich noch. Und es ist einfach nicht nur so, dass es ein Park ist. Also doch eigentlich schon. Es ist natürlich nur ein Park. Aber hier kann man einfach auch, hier sind Baseballfelder drin. Es ist einfach mega geil, dieser Park. Und einfach mitten in New York. Ich kann nur immer wieder sagen, das ist mega krass. Ich zeige euch gleich einfach noch mehr von diesen crazy things hier im Central Park. Ist auf jeden Fall mega cool hier. Ich freue mich hier zu sein. Jo Leute. Ich sitze jetzt hier gerade einfach auf einer riesen Wiese. Das ist einfach so unnormal, wie riesig diese Wiese ist. So groß ist wahrscheinlich in Deutschland schon so ein gesamter Park einfach. Und das ist einfach eine Liegewiese hier. Und im Hintergrund, das ist einfach mega geil. Ich weiß jetzt nicht genau, ich sehe es wieder nicht, weil die Sonne zu sehr scheint. Ich glaube, da hinten irgendwo, das hohe Gebäude, da so irgendwo, ich weiß es nicht, das ist das Rockefeller Center. Und
da gehen wir auch noch drauf und dann hat man einfach den Blick hier auch auf den Central Park. Ich freue mich einfach auf solche Dinge mega. New York ist einfach so eine Stadt, da wollte ich schon immer als kleines Kind hin und das ist jetzt einfach, dass ich jetzt einfach da bin, das ist echt richtig cool und ich fühle mich gerade mega cool. Hier ist einfach eine Schwalbe gerade richtig nah an mir vorbeigeflogen. Das war auch mega cool. Ich hoffe, das sieht man auf dem Video. Ja, einfach unglaublich diese Atmosphäre hier, einfach mitten in den Wolkenkratzern so einen Park zu haben, der dann einfach auch noch so riesig ist, wo so viele Leute sowas Unterschiedliches machen. Das Einzige ist, man sieht hier kaum Leute Fußball spielen. Wir hätten denen mal einen Ball mitnehmen müssen und hier ein bisschen was zeigen können. Naja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Jo Leute, wir sind jetzt in Chinatown und wenn man hier, wir sind ja mit der U-Bahn hier hingefahren aus dem Central Park und das ist einfach der komplette Gegensatz dazu. Man ist einfach wie in so einem neuen Land. Es sieht ja einfach alles so aus, als wäre man in China. Und das ist einfach so krass, das ist noch wesentlich größer. Ich war ja schon in London in Chinatown und das ist einfach noch wesentlich größer und noch wesentlich krasser. Es stehen hier Stände am Markt mit Obst, das man noch nie gesehen hat. Und ja, wir suchen jetzt erstmal was zu essen. Und ich zeige euch gleich wahrscheinlich einfach noch so ein paar Eindrücke aus Chinatown. Bis gleich. Jo Leute, wir waren gerade in Chinatown in einer chinesischen Apotheke, wo ich mir dann was für einen Mückenstich geholt habe, weil ich heute Nacht, also für euch gestern Nacht, von der Mücke gestochen wurde und normalerweise sind Mückenstiche ja nicht schlimm, ist auch bei mir nicht. Ich werde übrigens immer von Mücken gestochen, das ist einfach jedes Mal so. Ich werde immer als erster gestochen, aber der ist einfach richtig krass angeschwollen. Ich kann euch das einmal kurz zeigen am Arm hier. Ich weiß nicht, ob man das so krass sieht, aber der ist einfach mega dick geworden. Und ja, da war ich jetzt ein bisschen beunruhigt, dass der noch weiter anschwillt. Und deswegen wollte ich mir da irgend so eine Creme für holen. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt kann es beruhigt weitergehen. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir jetzt einmal zum East River gehen von hier oben. Wir sind jetzt gerade in ganz oben in Manhattan. Und ja, da ist die Brooklyn Bridge und da wollen wir einfach jetzt mal hingehen. Und davon zeige ich euch gleich dann mehr. Bis gleich. So Leute, auf dem Weg zu Brooklyn Bridge und zum East River sind wir jetzt in so einem kleinen chinesischen Laden und ihr müsst euch einfach mal reinziehen, was es hier gibt. Das ist so krass. Hier richtig viel Fisch und so. Aber das krasseste ist, das krasseste ist, dass die einfach hier auch Krabben haben und die Krabben, die leben einfach noch. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich gerade welche bewegt haben, aber auf jeden Fall leben die einfach. Das ist so krass. In Deutschland ist sowas doch hundertprozentig verboten. Also das habe ich zumindest noch nie gesehen. Die lassen einfach die Krabben und die Fische, also Fische haben wir eben auch schon gesehen, lassen die einfach am Leben, damit die wahrscheinlich besonders frisch sind. Was aber eigentlich doch total bescheuert ist. Warum lässt man solche Tiere am Leben? Das ist einfach nur Tierquälerei, finde ich. Naja, wir sehen uns dann gleich am East River wieder. Jo Leute, wir sind jetzt am East River. Ich muss mich nochmal berichtigen gestern, da habe ich gesagt, dass das der Hudson River wäre bei uns, aber es ist in Wirklichkeit der East River. Und wir stehen jetzt an der Brooklyn Bridge, die sieht man da im Hintergrund. Und das ist wohl echt die beeindruckendste Brücke in ganz New York. Im Hintergrund sieht man jetzt noch eine andere, da irgendwo, ich weiß nicht, welche das ist. Keine Ahnung, sie ist auch beeindruckend, aber die Brooklyn Bridge ist einfach noch beeindruckender. Ich weiß auch nicht gerade, wie die Lichtverhältnisse sind. Ich glaube, die sind gerade nicht so gut. Aber egal, ich filme einfach mal trotzdem. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf die Brooklyn Bridge. Das ist noch ein ganzes Stückchen zu laufen, weil die Brücken fangen hier nicht direkt am Flussufer an, sondern gehen noch weit in die Stadt rein. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann sehen wir uns gleich auf der Brooklyn Bridge. Bis gleich. Ja, Leute, wir sind jetzt auf der Brooklyn Bridge. Wir sind gerade hochgegangen, nachdem wir Kilometer weit wieder vom Fluss weggelaufen sind. Jetzt rennen wir den ganzen Weg wieder zurück, halt nur auf der Brooklyn Bridge. Das Dumme ist, dass man nur in der Mitte laufen kann. Also das heißt, hier haben wir eine Fahrbahn und da haben wir eine Fahrbahn. Wir laufen in der Mitte. Das heißt, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so cool, als würde man direkt am Rand laufen. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal die Brooklyn Bridge hoch und sehen uns dann oben wieder. Bis gleich, ciao. Jo Leute, und wir kommen oben von der Brooklyn Bridge. Ihr seht im Hintergrund wahrscheinlich schon die mega krasse Skyline vom Finanzdistrikt mit dem One World Trade Center. Dem One World Trade Center, was 500 Meter oder so hoch ist. Und dem ganzen Rest von den Hochhäusern im Finanzdistrikt, einfach mega cool. Oben von
der Brooklyn Bridge hier ist der East River. Und ja, keine Ahnung, einfach mega cool hier oben. Auch richtig voll. Oh, lol, da bin ich jetzt mit dem Arm gerade vor das Geländer gerannt. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach nochmal wieder, wenn man hier eine bessere Sicht hat. Wir gehen jetzt gerade hier unter dem einen Tor durch. Oder kommt einfach mit. Kommt eben kurz mit. Wir gehen einfach mal kurz hier weiter. So, over here. Nun müssen wir jetzt hier so ein bisschen schräg runter. Ich wollte einmal hier zeigen. Richtig cool, Leute. Das ist die Brooklyn Bridge, wahrscheinlich eine der bekanntesten Brücken der Welt. Neben der Golden Gate zum Beispiel. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt einfach mal wieder runter. Auf der anderen Seite ist Brooklyn. Da suchen wir uns die U-Bahn-Station, um wieder zurück nach Queens zu kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich. Bis dahin, haut rein und ciao. Ich melde mich nochmal zurück oben von der Brooklyn Bridge, weil man einfach jetzt im Hintergrund auch noch die restliche Skyline von New York sieht. Das ist einfach so mega cool. Hier oben, die Sicht ist einfach richtig krass, weil wir über dem Hudson, über dem East River sind. Ich vertue mich immer wieder damit. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch die Freiheitsstatue, die werdet ihr nicht sehen, die ist einfach zu klein. Aber da werden wir vielleicht schon morgen sein, da werde ich euch davon halt zeigen. Mal gucken, was wir dann so machen morgen. Darüber werde ich euch dann halt im morgigen Vlog informieren und ihr werdet es auch morgen im Vlog sehen. Wir fahren jetzt erstmal wieder, also gehen auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge halt runter, fahren dann wieder nach Hause und im Hintergrund mit der Skyline, das ist einfach so geil vom Finanzdistrikt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einmal wieder, haut rein und ciao. Jo Leute, wir sind jetzt in Brooklyn, auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge angekommen. Jetzt halten wir nach einer U-Bahn-Station Ausschau, um wieder nach Hause zu kommen, weil wir echt kaputt sind. Wir sind heute richtig viel gelaufen zum Central Park, hier zur Brooklyn Bridge in Chinatown, die ganze Zeit nur gelaufen. Und ja, jetzt wollen wir nach Hause, noch kurz in den Supermarkt und dann den Abend einfach zu Hause verbringen und mal gucken, ob ich da noch irgendwas filme. Wenn ja, werdet ihr es gleich sehen. Also ich werde auf jeden Fall noch was filmen, eine Abmoderation nachher oder so. Ich würde mal sagen, einfach bis gleich und ciao. Jo Leute, wir sind jetzt in Brooklyn, also wirklich hier mitten in Brooklyn. Und ja, so sehen die Straßen von Brooklyn aus. Also auch nicht viel anders als von Manhattan, nur etwas weniger große Häuser und dafür mehr Platz auf den Straßen, hier auf dem Fußgängerweg. Ist eigentlich ganz cool. Aber ich stehe doch mal mehr auf die hohen Häuser von Manhattan. Wir suchen jetzt immer noch eine U-Bahn-Station. Wir sind jetzt schon circa, keine Ahnung, wieder 20 Minuten seit dem letzten Mal gelaufen. Aber wir wissen, wo eine U-Bahn-Station ist, also dank so einer Karte. Und da rennen wir jetzt hin, um dann wieder nach Hause zu fahren. Wir stehen jetzt hier gerade direkt neben dem Police Department. Das ist ganz cool. Die sind alle richtig bewacht hier. Das ist anders als bei uns. Hier sind solche kleinen Wachtürmchen vor. Und das ist ganz lustig, da wird man jetzt gleich einsehen. Nämlich exactly, I don't know. Auf jeden Fall sieht man da hinten, glaube ich, schon die Polizeiwagen. Da ist das Police Department. Ziemlich cool alles. Richtig, wie man es aus Amerika so kennt halt. Hier scheint auch das Fire Department, also die Feuerwehr zu sein. Hier sieht man jetzt gerade ein Feuerwehrauto, an dem ich vorbeigegangen bin. So sehen diese kleinen Feuerwehrautos hier einfach in Amerika aus. Und da kommt jetzt gleich noch mal ein größeres, aber auch noch halt so ein Einsatzwagen und nicht diese richtigen krassen Feuerwehrautos. Und ja, wir sind jetzt gleich bei der U-Bahn-Station. Dann geht es zurück nach Hause. Ich freue mich drauf, weil ich bin echt kaputt heute. Und ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ich denke, das war's für den heutigen Vlog. Ich muss jetzt, glaube ich, nichts mehr filmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Ich würde mich echt drüber freuen, um zu sehen, dass ich mehr machen soll hier von diesen Vlogs. Es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Wenn es denn euch noch Spaß macht, ist es umso besser. Ich werde mich morgen wahrscheinlich mal hinsetzen und die ganzen Fragen von dem letzten Video beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt welche geschrieben habt. Ich bin einfach mal gespannt und werde mir das gleich zu Hause bei WLAN angucken. Ja, dann würde ich sagen, abonniert, falls ihr Bock habt. Lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Haut rein und ciao.